Die Musikwelt hat eine Legende verloren, als Hans-Joachim Behrndt, der ehemalige Schlagzeuger von Ideal, im Alter von 68 Jahren starb. Seine langjährige Kollegin Annette Rumpe hat die Nachricht von Behrndts Tod bestätigt. In einem Interview bezeichnete Rumpe Behrndt als lebhaften, humorvollen Menschen und engen Vertrauten. Die beiden teilten eine Leidenschaft für Musik, hörten und diskutierten sie oft. Rumpe wusste auch, dass Behrndt sehr krank war, aber er inspirierte sie trotz seines Zustands weiter. Hans-Joachim Behrndt, den Fans als Hanse bekannt, wurde Anfang der 1980er Jahre als Teil der Band Ideal berühmt. Die größten Hits der Band wie Berlin und Blaue Augen waren stilprägend für die neue deutsche Welle. 1983 löste sich die Band auf dem Höhepunkt der Bewegung auf. Zu den weiteren Mitgliedern gehören neben Behrndt und Rumpe der Bassist Ernst Ulrich Deuker und der ebenfalls verstorbene Gitarrist Frank-Jürgen Krüger. Trotz seines immensen Erfolgs mit Ideal zog sich Behrndt nach der Auflösung der Band aus dem Rampenlicht zurück. Er trat gelegentlich künstlerisch auf und beteiligte sich an einigen kleineren musikalischen Projekten. Er führte jedoch hauptsächlich ein bürgerliches Leben als Bauunternehmer in Berlin. Die Musikwelt hat einen talentierten Schlagzeuger und war ein Innovator verloren. Behrndts einzigartiger Schlagzeugstil war beispiellos und seine Beiträge zur Bewegung der neuen deutschen Welle werden nie vergessen werden. Er war eine wahre Legende in der deutschen Musikszene und sein Vermächtnis wird durch seine Musik und die Erinnerungen derer, die ihn kannten, weiterleben. Annette Rumpes tief empfundene Hommage an ihre liebe Freundin und Kollegin unterstreicht nur die Tiefe von Behrndts Wirkung. Sie lobte seine Fähigkeiten als Schlagzeuger und beschrieb ihn als einen exzellenten Schlagzeuger, der wahnsinnig groovte und ein Timing hatte, das nur wenige Schlagzeuger besitzen. Rumpes Worte sind ein Beweis für Behrndts tiefgreifende Wirkung auf seine Mitmusiker und die Branche. Behrndts Vermächtnis beschränkt sich nicht nur auf seine Musik. Seine Entscheidung, nach seinem Erfolg mit Ideal ein ruhiges Leben zu führen, zeugt von seinem Charakter. Anstatt dem Ruhm nachzujagen, konzentrierte sich Behrndt auf seine Leidenschaften und lebte ein erfülltes Leben außerhalb des Rampenlichts. Der Tod von Hans-Joachim Behrndt ist ein bedeutender Verlust für die Musikwelt, aber seine Verdienste um die Branche werden niemals vergessen werden. Sein einzigartiger Schlagzeugstil und seine Beiträge zur Ära der neuen deutschen Welle werden immer als wegweisend und bahnbrechend in Erinnerung bleiben. Behrndts Einfluss auf die deutsche Musikszene wird auch künftige Generationen von Musikern inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonnieren Sie meinen Kanal für die neuesten Schnellnachrichten.